Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ich will euch ja nicht voll jammern, aber eigentlich doch. Ja, dieses Spiel raubt mir den letzten Nerv, zumindest was jetzt Aufnahmen angeht. Jetzt habe ich schon wieder eine Aufnahme zerschossen, es ist gräuselich. Dieses Spiel wird mein Kanaluntergang. Ich habe generell so wenig Zeit, was aufzunehmen. Und dann will das nicht mal das gelingen und dass wir jetzt auch noch kommen, jemand gucken. Aber ich ziehe es jetzt durch. Stichwort, wie heißt das? Verlusterversion. Das wird der Antrieb sein, ja. Jetzt muss ich direkt mal schauen, ob ich überhaupt einen Spielstand finde, der bei letztem Mal aufschließt. Ich könnte mir vorstellen, einer hier, ich nehme mal den hier. Ja, wir hatten ja zuletzt da aufgehört, dass wir, was haben wir überhaupt gemacht? Wir haben Daemlak geholfen und wir haben, wie ist der andere Dude? Ich weiß es nicht mehr. Linsler. Aber wir haben jetzt Hinweise auf Solda gefunden, den wollen wir jetzt nachgehen. Und wir haben noch eine Nebenmission offen, die ich euch zeigen wollte, und zwar das Mondfeld. Das beides wird unser Programm für heute sein. Mhm. So, und es war natürlich nicht der richtige Speicherstand. Ich stehe schon mitten im Mondfeld. Ist wie verhext. Was haben wir denn hier? Das Mondfeld. Genau. Wir reden mal mit diesem Dude hier. Hi. Still here? Look, it's dangerous to stay in the poppy field. Hast du recht. Wir haben nämlich einen Auftrag zu erfüllen. Remind me, what do I need to get for you? Bring me guns and ammo from the bodies scattered around the poppy field. I marked them on the map. Und das werden wir jetzt tun, beziehungsweise habe ich schon drei der Leichen abgefarmt. Also, was ist das Mondfeld? Das Mondfeld ist eine riesengroße Anomalie. Und hier sollte ich ja die Ikone besorgen für einen der Stalker. Habe hier diesen nice Dude getroffen, der mir erklärt hat, wie ich damit umgehen muss. Ich muss mich mit Powerdrinks wach halten, weil ich hier sonst einschlafe und dem Mondfeld zu Opfer falle. Und er weiß, wo diese Ikone zu finden ist und er gibt sie mir, wenn ich seine gefallenen Brüder hier abfarme auf der Suche nach Waffen, die er gebrauchen kann. Und genau das machen wir jetzt. Einen haben wir noch übrig. Und hier wird ein Wirbelsturm unterwegs sein, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Der setzt uns nämlich irgendwo auf der Map wieder aus, nachdem er uns gepackt hat. Da wird er angezeigt, im Kompass. So, ich werde jetzt schon müde, ist kein gutes Zeichen. Denn wir haben gerade noch ein bisschen Weg vor uns. Dann gönnen wir uns gerade mal einen Drink. Dummerweise ist diese Tür auch noch vernagelt. Aber hier ist die Leiche. So, und jetzt, glaube ich, haben wir alles. So, wir sollten noch mal was trinken. Da, schnell weg. Habe ich getrunken? Ich glaube nicht. Das sollte ich gerade mal tun. Oh, und jetzt hat mich der Sturm gepackt. Mist. Mal sehen, wo er mich aussetzt. Ah, das war ein bisschen Glück. Er hat mich eher nach vorne geschleudert als zurück. Das ist doch mal eine gute Nachricht. So. Werden wir jetzt erstmal was speisen. Sehen nämlich an diesem Keulensymbol, dass der gute Hunger hat. Und der bekommt schneller Hunger, wenn er Energy Drinks trinkt. Ah, und wir haben auch einen neuen Anzug. Den werden wir uns gleich mal angedeihen lassen. So. Na, das packen wir mal weg. So. Still here? Ja. Here's what I got from the bodies. Good. I sent you the coordinates. The root cellar is on the other end of the field. Remember the rules, and you'll make it there, no problem. Speaking of which, I don't much feel like going after that icon, but if you can get it, I'd be willing to buy it off you. How about a trade? Bring me the icon, and I'll give you a gun. A special one. Its former owner must have built it himself. You can't get stuff like this anywhere else in the zone. Ein verführerisches Angebot, eine besondere Waffe, wenn ich ihm die Ikone aussendige.
Ich werde aber, denke ich, eher auf mein Karma-Konto einzahlen und das Ding dem Besitzer zurückgeben. Zumal man sagen muss, ich bin jetzt nicht über Gebühr gut aufgestellt mit meiner Ausrüstung. Aber mit dieser Waffe im Einzelschuss komme ich ganz gut klar. Und solange es der Fall ist, muss ich jetzt auch nicht meine Prinzipien verraten, um eine neue zu bekommen. So, jetzt müssen wir aber durchs Mondfeld und ich werde mal speichern, falls es schief gehen sollte. Und das ist jetzt nochmal ein relativ langer Weg. Ja, schnell weg. Ding, ding, ja, ja. Aber hier ist auch schon der Keller. Hoffe ich. Gib Gas, Junge. Hier ist er. Wunderbar. So, die ist nur halb beschädigt. Die können wir noch verticken. Also wir haben hier akustische Halluzinationen, aber die sind nicht ganz willkürlich. Die scheint von den Leuten zu sein, die hier mal gelebt haben. So, jetzt haben wir die Wahl. Aber wie gesagt, Karma-Konto. Machen wir mal. Erstmal schnell raus aus dem Feld. My offer about the Orthodox icon still stands. Drop by if you're interested. Ich bin nicht interessiert. Okay, so, das war das Mondfeld. Die Kurzversion. Oh, hier ist ein Versteck. Das können wir gleich mal plündern. Wo haben wir es denn? Hier. Ach ja. Nichts Besonderes. Ah, macht nichts. Alles Geld wert. So, jetzt kommen wir hoffentlich unbeschadet wieder zurück. Aber wir sind hier noch in der ruhigen Zone. Das ist ja immer noch der Anfang. Hier ist es eigentlich noch auszuhalten. Das wird noch wilder. Aber ich möchte euch zumindest die Main Story und ein paar interessante Orte chronologisch zeigen. Das ist ein Militärstützpunkt, aber er ist zum Glück verlassen. Darum können wir hier auch einfach durchgehen. Was war das? Klang komisch. Na egal. Ist hier doch nicht so verlassen? Ja, sind wir aber mal guter Dinge, würde ich sagen. Oh, da sind einige Anomalien. Naja, muss es nicht interessieren. Habt ihr die da gesehen? Im Dunkeln ist die schwer zu erkennen, hier dieses Gewobbel. Na? Die können sie ja mal auslösen, dann sieht man sie besser. Da war sie. Mhm. Und man muss auch immer auf kreisende Blätter achten. Das ist im Dunkeln besonders tückisch. Oh, was ist denn das hier? Wollen wir reingehen? Okay. Das war jetzt nicht so aufregend. Na dann. Gehen wir weiter. So, und ruhig nochmal speichern, falls irgendwas Dummes passiert. Dass ich nicht nochmal den ganzen Weg laufen muss. Hier haben wir auch noch so einen Verschlag. Der sieht aber ziemlich runtergekommen, verlassen aus. Ich nehme nicht an, dass wir hier was Interessantes finden werden, aber vor uns was entgeht, das sieht schon tatsächlich ein bisschen rüstiger aus. Na? Oh. Ah, es sind aber leer. Hier war schon jemand vor mir aktiv. Ach so, hier, das ist... Aha, das ist hier der Standpunkt, wo wir Daemlak geholfen haben. Da habe ich schon alle totgeschossen. Warum ist da nichts mehr? So, und jetzt erstmal wieder Waffe weg. Ah ja, gönnen wir uns einen, dann sind wir schneller unterwegs. Das ist für euch nicht so langweilig. Siehst du, da hat er einmal Energy Drink gesoffen und hat schon wieder Hunger. So, gehen wir vorher noch schnell ein bisschen was verticken.
Need some help, Stalker? Nee, ich will nur Geld. Well? Das kannst du haben, und das kannst du haben, und das kannst du haben. So, was kriege ich? 3800. Das ist in Ordnung. Ich nehme direkt noch ein bisschen was hiervon mit. So. Thanks. See ya. See ya. Gut. Dann bringen wir mal die Ikone weg. Moment. Ach so. Da müssen wir, glaube ich, in die Kneipe. Da ist er. Genau. Hi, Stalker. Hi. Hi there. Did you want something? Nein, aber ich habe was für dich, mein Guter. I found your icon. Here it is. That's it? Yeah, sure. Here's your money. Danke. I guess I didn't come here for nothing after all. Now I've got something for my old life back. Thanks for the help, Stalker. I've been buying you drinks every time. Jo. Schön. It's not his own thing. It's a human thing. We just can't stop screwing up our lives. So, und jetzt bin ich etwas irritiert. Was haben wir jetzt vor uns? Ich muss gerade mal auf die Mission gucken. Ah, okay. Jetzt sind wir auf den Spuren von Solda. Und da müssen wir erstmal einen Zwischenstand ablaufen. Es gibt da ein verlassenes Gebäude, wo es Hinweise auf Solda gibt. Und der Ort hat es ein bisschen in sich. Oh, seht ihr diese riesige Anomalie? Oh fuck. Wäre ich jetzt fast reingerannt. Ich sehe aber gerade, mein Recker hat schon wieder Hunger. Oder ich habe ihm letztes Mal ja nichts gegeben, zugegeben. So. So, jetzt passt das wieder, nicht wahr? Gut. Wollen wir mal weiter. Hier ist die nächste. Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Oh, da ist ja auch noch eine. Na, wozu haben wir Schrauben, nicht wahr? Genau, hier ist unser Ziel. Und das ist ziemlich beeindruckend, finde ich. Krass, oder? Genau, aber es führt einen Pfad durch, der sicher ist. Aber den kann man schon mal verfehlen. Ja, sieht gut aus. Ah, nein! Oh, Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Junge! Doppelglück. Alles klar? Ja, will mich nicht beschweren. So, holen wir uns noch ein bisschen Medizin ab. So. Gut. Na, komm schon. Hier haben wir jetzt nämlich den Schlüssel für bekommen. Schauen wir uns jetzt hier mal um. Ja, gib alles her, Dude. Da ich schon mehrere Aufnahmen habe, weiß ich nicht mehr, was ich euch schon erzählt habe und was nicht. Falls ich mich wiederhole, tut mir das leid. Gut. Da müssen wir jetzt rein. Achso, das war nur das flackernde Licht. Okay. Damit kann ich leben. Hört er das? Kriegen wir nämlich gleich ein Problem. Gegen das wir auch nicht so viel ausrichten können. Müssen wir einfach nur schnell sein. Nur in Anführungszeichen. Wir müssen jetzt schnell die Leichen alle durchsuchen. Oh, da steht die nächste. Hier, ich will euch mal zeigen, was passiert, wenn man auf die schießt. Oh. Ist mir nicht gerade einer in den Rücken gefallen? Manu. Wo ist die? Oh. Oh
Aber das will ich euch noch zeigen. Das ist sehr eindrucksvoll. Wo ist sie hin? Da. Da. Krass, oder? Okay, jetzt aber nichts wie raus hier. Okay, sie folgt mir. Okay, jetzt noch sicher wieder hier rauskommen. Oh, ist hier drin vielleicht ein Artefakt? Hier ist tatsächlich ein Artefakt. Das können wir eigentlich mal suchen gehen. Ah, andere Richtung. Siehst du, auf die Idee bin ich letztes Mal gar nicht gekommen. Es muss hier irgendwo drin sein. Da. Mist. Wir haben eins. Jawoll. Sehr schön. Was bringt mir das? Etwas mehr Strahlung und weniger Gewicht. Wählen wir es mal aus. Ja, die Strahlung scheine ich abzukönnen. Das ist gut. Jetzt aber nichts hier raus hier. Okay. Jawohl, unser erstes Artefakt. Sehr gut. So. Ah, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mein Inventar. Mal schauen, ob wir vorher noch Sachen verkaufen gehen. Die können wir nicht verkaufen. Die sind zu kaputt. Die können wir verkaufen. Ja. Machen wir das gerade mal. Ist nicht weit weg. Nehme ich euch gerade nochmal mit. Oh, irgendwer hat mich gerade auf den Kika. Jemand Bewaffnetes. Gar nicht geil. Bisher habe ich es mir nur mit den Banditen verscherzt. Andere können das nicht sein. Oder möglich auch, dass manchmal einfach nur freie Stalker auf einen losgehen. Einfach weil's. Junge! Geht's noch? Vielleicht sollte ich mich auch mal schlafen legen, dass wir bei Tageslicht los können. Dann seht ihr ein bisschen mehr. So, erstmal verticken. Ah, ich bin schon wieder. Ja. Ich bringe zu viele Leute um. Ah, hier, die kann dann ganz weg. So, und deinen Scheiß kannst du behalten. Come on over. I'll set aside the best stuff for you. Ja, ja, ja. So. Gleich fallen lassen hier. Wir müssen keinen Müll rumschleppen. So. Dann legen wir uns mal hin. Und dann habt ihr ein bisschen mehr von der Gegend. Glaube ich zumindest. Das ist das erste Mal, dass ich mich in dem Spiel schlafen lege. Und der hat schon wieder Hunger. Junge. Oh, kennt ihr diese gezuckerte Kondensmilch? Das ist wirklich ein brutal übler Geschmack. Oh gut, wer's mag. Gut, dann wollen wir jetzt mal. Und ihr seht vielleicht meine Strahlungsanzeige. Die ist tatsächlich schon mal ein Strichlein gestiegen. Das macht jetzt das Artefakt. Ja, dafür, dass ich mir rumschleppen kann. Da, da vorne. Das sind jetzt wieder kreisende Blätter. Das kann übel ausgehen. Und das wollen wir nicht. Auch diese vielen Misteln. Leider kann man mit denen nichts machen. Das wäre nochmal ein schönes Element. Wenn man die abernten könnte oder runterschießen oder so. Stehen die nicht bei uns sogar unter Naturschutz? Kriegt man da nicht Ärger, wenn man die erntet? Weiß das gerade gar nicht. Bin da nicht so im Thema.
Ja, habe ich euch letztes Mal schon diese Anomalie gezeigt? Das ist auch krass, ne? Oh Gott, die zieht mich an. Mist! Nicht zu ihr weg. Mann! Nein, 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 nein! Oh Gott. Das wusste ich nicht, dass sie sowas macht. Okay. Okay. Habe ich wieder was gelernt. Gut, wir müssen in die Richtung. Dann machen wir das mal. Das würde schon Sturzschaden geben. Ist halt nicht wie in Elder Scrolls. Hier hat man eher selten die Möglichkeit, solche Berge runterzurutschen. Ah, hier sind auch wieder die Anomalien. Die Flammenanomalien. Ihr erinnert euch, die Antenne. Oh, das steigt jetzt aber ordentlich an, die Strahlung. Vielleicht nehme ich das erstmal ab und benutze es erst wieder, wenn ich es auch wirklich brauche. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Wodka. Dann wird die Welt gleich bunter, merkt ihr das? Das ist ein nettes Detail. Kann sich die Welt hier tatsächlich schön saufen. Ach da. Gut, hier müssen wir jetzt rein und der Bereich ist leider bewacht. Und unser Dude hat schon wieder Hunger, meine Güte. Diesmal war es, glaube ich, der Wodka. Obwohl, ne? Brot, eine Kondensmilch, Stück Wurst. Für einen Tag ist das echt knapp. Und dann noch bedenkt, wie hart körperlich der hier arbeitet. Das ist harte Arbeit. Ja, ja. So, ich werde schon bemerkt, wie man sieht. Ah, da bin ich leidenschaftslos. So. Erstmal fangen wir den da weg. Tot. Ich brauche noch ein bisschen Zielwasser, wie es aussieht. Das war jetzt nicht so rühmlich. Oh. Seid doch nicht so. Ich habe einen von euch totgeschossen, meine Güte. Wie empfindlich. Aber ich bin auch gerade echt kacke. Mal sehen, ob das gut geht. Gut, der nächste. Okay, ich brauche mal Energie. Okay, der war dumm. Gut. Habe ich eigentlich Granaten? Ja. Ich probiere mal mein Glück mit der Granate. Oh, fuck. Wo kam das jetzt her? Mist. Der ist aber noch eine Anomalie. Läuft. Okay, noch bin ich am Leben. Noch sind wir im Spiel. Das ist wirklich eine etwas erbärmliche Darbietung zugegeben. Jetzt ziehen wir es durch. Bla bla bla. Da, da ist einer gewesen. Da bin ich drauf geachtet. Fischen wir uns den mal weg. Wo bist du, Dude? Gut. Okay. Ich denke mal, den ersten Widerstand haben wir gebrochen. Man sieht den draußen liegenden Waffen leider nicht an, in welchem Zustand die sind. So. Hier ist auffällig wenig Interessantes.
nochmal weiter. Vielleicht mal einen Stellspeicherstand, falls ich noch mehr Mist baue. Ah, das ist gut. Na, da ist einer. Da war einer. Ich hätte für diese Waffe gerne noch einen Schalldämpfer. Dann wäre das hier wirklich ein Spaziergang. Die stecken echt was ein, ne? Gut. Ah, es geht gleich weiter. Gut. Gut. Ich finde dieses Kopftreffergeräusch so fies. Das ist so ein Gurgeln und Knacken. Ganz fies. So, die können wir uns ja mal angucken. Nee, die ist nix. Können gleich rüber. Entladen. Zack, zack, so. Die meisten Waffen sind eigentlich hinüber, wenn man sie... Wo kommt das her? Das ist Hall, ne? Wahrscheinlich aus dem Gebäude. Ah. Na, nehmen wir auch alles. Ah. Nochmal ein Schnellspeicherpunkt. Gehen wir mal ganz selbstbewusst weiter. Du brauchst einen Arzt, wenn ich fertig bin. Auch schön umgesetzt, ne? Ich gucke aus dem Hellen in den dunklen Raum und sehe erstmal nichts. Junge! Ich finden die mich nicht. Die spielen da draußen Krieg und ich lade deren Laden aus. Das ist doch... Ist doch mal was. Ah, nur ein Brot drin. Das war ein schlechter Deal für die Munition, die ich dafür verfeuert habe. Na komm, bin ich mal nicht so faul. Sehr schön. Bemerkenswert wenig für so ein Militärlager. Naja, nicht mein Problem. Gut. Oh. Sehr schön. Oh, da ist noch einer. Mist, nicht aufgepasst. So. Oh. Kurz und schmerzlos. Ah, die ist tatsächlich mal noch zu gebrauchen. So. Bis 50 Kilo können wir uns erlauben. Danach werden wir ein bisschen träger und verlieren schneller Kondition. Ist aber noch auszuhalten. Aber es steigt dann graduell an, der Energieverbrauch. Und irgendwann können wir uns kaum noch rühren. So, dann machen wir lieber das Licht schon mal aus. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Oh, hi. Tja, das war's mit dir. Und Bier mitnehmen? Ja, warum nicht, oder? Na, hier ist nichts weiter. Ja. Das war eine Granate, glaube ich. Ah, ja. Bin hier richtig bisschen stealth-mäßig unterwegs, ha? Ich mir selbst nicht zugetraut.
Wäre eigentlich eher so der Vandale. Da hinten ist noch was, ne? Steht da? Ja, oder? Ich will jetzt nicht Licht anmachen. Na, schauen wir mal. Doch, ha, gut. Was war's mit dir? Ja, gut. Mann, seid ihr schlecht. Wenn sogar ich mit euch klarkomme, dann müsst ihr echt schlecht sein. So. Ja, und die ist auch noch zu gebrauchen. Sehr schön. Jetzt sind wir schon etwas über 50, aber geht noch. Ah. Na, nimm. Bedien dich. Okay, und jetzt? Ah. Gut. Hm. Oh, Cutscene. Oi, drop the gun. Who the fuck are you? Who'd you sell Herman out to? Huh? You got some nerve, mate. Breaking into a military base, raising hell, and now you're pestering me with questions. Shit, I should shoot you right here and be done with it. When was the last time you cleaned that thing? Kim's gonna misfire a lot if you don't take care of him. Well, I'm a lucky guy. Well, your stove's on fire. What? Scanner. PMs tend to misfire a lot if you don't take care of them. Well, I'm a lucky guy. Funny. Oh, shit! Könnt ihr mal mit Essen aufhören? I'm a nobody. I just put anomalies on a map. Sure, I sold stuff on the side to guys like you. But that's it. Nestor runs the scanner business. Nestor? He's the one you should be talking to. The kingpin of garbage. That huge pile of trash. You can't miss it. It's north of... Tja, selbst schuld. Oh, goddamn bread. Thanks, mate. Nesta. North of Zalesia. Oh. Hang on. Did you get busted? Listen, I didn't betray Herman. I've sold some people out in my day. But not you guys. Oh. Ist sehr verführerisch, aber hey, ich habe einen guten Tag. Piece of trash. Küssen. Die Auswahl Küssen hat gefehlt. Mich hätte interessiert, wie er darauf reagiert. Na, was hat er für schöne Sachen? Okay. Ah, ein erweitertes Magazin. Sehr schön. Die ist bestimmt auch noch was wert. Ja, wir nehmen alles mit. Sehr schön. Oh. Bin ich alleine? Hm. Baue ich mal schnell unser erweitertes Magazin ein. Und wir haben 13 Schuss. Sehr schön. Hm. Oh. Tja. Das war aber ein kurzer Auftritt, Bruder. Wo wollen wir jetzt lang? Oh. Okay, das hat ihm, glaube ich, nicht wirklich geschadet. Na? Gott. War, glaube ich, nicht alleine, ne? Hm?
Oh, fuck. Ich sehe die nicht. Lass ich die mal herkommen, dann sehe ich sie besser. Na, wo seid ihr? Kam, glaube ich, von beiden Seiten, ne? Ne, da ist nichts mehr. Na, da bist du. Gut. Okay. Oh, hier, die kann ich gleich wieder hier lassen. Aber ansonsten... gute Ausbeute. Ah. Das wird doch dort lang. Oh. Ein Anzug, sehr gut. Gönn ich mir. Jetzt bin ich aber bestimmt ordentlich überladen. Aber wir haben ja ein Artefakt dafür. Was irgendwie augenscheinlich erstmal nicht viel bringt. Gut. Hm. War alleine, der Arme. Hm. Ach so, okay. Dann doch hier lang. Na, die KI hat aber auch so ihre Aussetzer, ne? Ja, nehmen wir auch alles. Dann mal hier hoch. Na, lieber nochmal speichern, ha? Huh? Ist alles ruhig. Und da ist Krimskrams. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht. Aber ich sehe gerade Sterne. Das macht wahrscheinlich die... oh Gott. Macht wahrscheinlich die Strahlung gerade. Okay, ich brauche ein bisschen Ausweichraum. Hört das gar nicht auf? Wie viele sind das? Okay. Ist mein MP wirklich schon leer geschossen? Nee. Okay. Na, da waren noch welche. Da. Ach, egal. Er läuft weg. Kluge Entscheidung. Wollen wir sie ihm nicht nehmen. So, gut. Weiter geht's. Ich kann jetzt aber nicht noch mehr von euch gebrauchen. Leider auch leer, nichts zu erbeuten. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, da hinten. Ach so, es war an. Es ist einfach so dunkel. Na gut. Ja. Wollen wir auch mal langsam hier raus, finde ich. Sehr gut.
Okay. Ah, da kommen wir hoffentlich durch, ja? Ja, doch. Skiff, komm in! What the hell are you up to? Actually, don't tell me, it'll just make me jealous. Did you find what you were looking for? Sodder doesn't know shit. But he did mention a guy called Nestor. Nestor? This is getting interesting now. Well, welcome to the real deal. Head over to the detention center. My friends there might be able to help you with Nestor. Use the northern checkpoint as the gaffer for the key. Don't worry about my men. They're nice guys, if a little on the wild side. Okay, da werden wir auch gleich hin. Warum der Missionspointer immer noch auf Soda liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir werden gerade noch mal ein paar Geschäfte machen. Und dann gehen wir in Richtung Norden. Okay, Problem. Gut. Dann müssen wir gerade mal schnell Deckung suchen. Komm, gib Gas, Junge. Müssen wir unsere Shopping-Tour nochmal verschieben. Und gleich geht's hier ein bisschen rau her. Geht's schon los, ja. Na, ihr habt auch die Ruhe weg, hä? Na komm. Ja. Okay. Bitte was? Who said that? If it's too crowded for you, take a hike. We've got one rule here. Zalicia gives shelter to every stalker. But Gaffer, we're packed like sardines in this basement. Right now, this one's all I got. The wardens took the other one. They won't let strangers in. Oh, ist ja Come nett. On in, kid. What's in a mission anyway, guys? It's like wind. Like a red, deadly wind. If it gets you, you're toast. So if you hear the warning, run like hell to the nearest shelter. I've seen the emission on my way towards the zone. Looked more like a explosion to me. Oh, who gives a shit? One thing's for sure. If you hear that warning, that means the zone wants to play hide and seek with you. And if you can't hide, that ain't the zone's fault. Okay. Ich kann euch leider nicht viel zeigen, weil dicht an der Tür ist es schon tödlich. Aber so geht's da draußen gerade ab. Hm. Wir müssen reden, alter Mann. Here's the key, Skiff. Dankeschön. Den brauchen wir nämlich nachher noch. Hm. Alrighty, a joke won't tell itself. Ja, dann erzähl doch einen Witz. Money on razors and haircuts anymore. My mom always said being outside was good. With some of the local water. Another one tells you. Lay up you'll save a fortune on dentist bills, too. It's hilarious. Ja, kann ich auch? Nee, ich geht. Da stehe ich lieber. Wollen wir quatschen? Seems quiet around here. Ja, erzähl du mir was. Ja, das kann man als Vorteil sehen. Also er stirbt Tag wie Nacht, aber am Tag sieht er wenigstens voran. Okay. Ja. Wollen wir die Tür zumachen oder wie sieht's aus? Ich glaube, es ist rum. Gut. Ich gönne dem Jungen noch mal was zu essen. Meint ihr echt, es ist rum? Bin mir gerade so unsicher. Na ja, gut. So, was hatte ich jetzt eigentlich vor? Achso, ich wollte Sachen verkaufen. Richtig.
Junge! Ja, was macht ihr hier so? Ja, ich will handeln. Ich habe jede Menge Zeugs für dich. So, so, siehste. Na, feine Sachen, oder? Oh, und die müsste ich auch gleich mal reparieren lassen. Das machen wir auch gleich noch. Vergleichen wir mal die Anzüge. Der ist definitiv besser. Dann ziehe ich den doch an. Und den verkaufe ich. Ja, bringt eine hübsche Stange Geld. Vielleicht, was ist das ja nicht wert? Ah, das behalte ich mal noch. Ich glaube, sonst hier vielleicht noch ein bisschen was. So viel brauche ich eigentlich nicht. So. Bisschen Brot. So. Come on over. I'll set aside the best. Attention all stalkers. This is Captain Zoltov. The ward's investigation in the Lesser Zone is now concluded. You have been granted freedom of movement once again. But be warned, any transgressions will have severe consequences. No more second chances. Also, die Wächter ziehen wieder ab. Sie haben ihre Recherchen beendet. Das ist ja nur Scheiße hier. Okay, erzähl ein bisschen. Nein. Come on in. Make yourself at home. But don't get too comfy. If you need anything fixed, I'm your man. If you want to swap some stories, go to Mikolaj or the Gaffer. They got all kinds of baloney to choose from. All right, come on. What have you got there? Oh, ich zeig's dir gerne. Ich hätte eigentlich lieber, dass du meine Waffe reparierst. Sehr schön. Die ist hier nämlich nicht mehr ganz in Ordnung. Nee, wo ist sie denn? Die. 3000 Öcken, meine Güte. Aber okay. Ah, wollen wir nach einer Mission mal fragen? I'm glad you're here. As a matter of fact, I do. A bunch of diggers who used to bring me all sorts of useful stuff have gone off the radar. I'm feeling a little uneasy about it. Was ist passiert? What could have happened to them? They were using the PDAs of dead stalkers to raid their stashes. It's a dangerous job, you know. Bad places, traps. And besides, a stash might have more than one owner. Das machen wir doch, oder? Weil auch diese Nebenmissionen sind überwiegend ganz interessant designt. Strukturell natürlich immer nur, geh dahin, bring den um, bringen wir das wieder. Aber schön eingepackt. Komm, das machen wir. Alright. Where should I start looking? I have the coordinates for their last outing. I told them to stay away from that tunnel. I knew it was a bad idea. There were four of them. Max Saturday, Bedlam, Vassa Punk and Mastiff, their leader. Das klingt ja sehr seriös. Plaster here. Zoltov wasn't bluffing. The eastern checkpoint's all clear. So, I'm making my move to the cordon. Then onwards to Zaton. To meet up with Beard. Let's just hope he's not sleeping with the fishes in the swamp. Alright. Gut, dann würde ich sagen, brechen wir in der nächsten Runde Richtung Norden auf zu unserer nächsten Hauptmission. Und jetzt machen wir erstmal seine Buddler ausfindig. Das machen wir heute noch. Hallo, Leute. Achso, und ich nehme hier mal diese Anomalie ab. Habe ich ja schon. Achso, das ist noch die Reststrahlung. Na gut, die können wir gerade mal wegsaufen. Hier haben wir gleich Nachschub. Oder? Komme ich da ran? Ach, egal. So, ja. Hier geht's nicht weiter. Na, dort. Ja, so sieht man deutlich weniger, muss man sagen, aber es ist auch deutlich stimmungsvoller, ne? Ich mich dieses Mal nicht schlafen. Oh, und er hat schon wieder Hunger, der Arme. Gib mir mal ein Stück Wurst, ein bisschen Protein. Genau. Ja, lass dir gut gehen. Anomalie voraus. Ja, gar nicht mehr so weit. Bleibt einfach bei mir, wir sind gleich da. Leistet mir Gesellschaft auf diesem atmosphärischen, kühlenden, stimmungsvollen Nachtspaziergang.
Da scheint auch schon was zu sein. Oder sind das Anomalien? Okay. Junge, okay. Oh ja, das sind Anomalien. Die kenne ich ja noch gar nicht. Oh, fuck. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Auf den habe ich gerade gar keinen Bock. Ja, ich auch. Wie wäre es, wenn wir den zusammen erledigen? Müssten wir vielleicht nicht beide die Hose voll haben. Nur so eine Idee. Na, wo ist er da? Boah, da kann echt was ab, ne? Aber ich nicht. Muss gerade mal nachtanken. So. Wo bist du? Erledigt, sehr gut. Okay, den werden wir losgeworden. Dann einmal verbinden. Schauen wir mal nach den Jungs. Ah, da hinten ist irgendwas. Okay. Wie viel? Ah ja, doch. Schuss habe ich genug. Hm. Okay. Lieber mal sparen. Oh, Junge. Oh, okay. In welchem Zustand ist die denn? Ah, gar nicht so schlecht. Behalte ich vielleicht erstmal. Oh, eine Sicherung. Interessant. Dir fehlt eine Sicherung. Na, das passt doch. Ein Rätsel, das ich sofort gelöst habe. Ich bin so stolz auf mich. Er auch. Ich bilde mir ein, er ist stolz auf mich. Okay. Problem. Okay. Oh, noch mehr Ratten. Oh. Das ist jetzt schon die dritte Leiche. Vier waren es, ne? Mal sehen, ob hier überhaupt noch jemand lebt. Hm. Bist du so bei dir? Nimm ich alles. Oh. Stalker. Ja. Na komm, ich helfe dir. Ja. Gute Entscheidung. Leben die eigentlich? Ich glaube, die sind in den Boden geglitscht, ne? Na komm, lass uns reden. Oh. Putz mal Zähne. Len sent me. He said he lost contact with your group. I'm glad he still cares. You gotta help me, man. Rescue Mastiff. That monolithian killed everybody, then took Mastiff away. Ein Monolitha. Oh, die kennen wir ja noch. Das waren doch so irre Fanatiker. What's a monolithian? There used to be a group called the Monolith. Invincible zealots from the middle of the zone. They supposedly guarded the granter of wishes. I thought it was just made up. You know, a tall tale to scare the rookies. Sure, I can help. Do you know where the Monolithian took Mastiff? He's gotta be in the cursed apartment building. There's a lot of nasty rumors about that place. Here. I marked it on your PDA. Okay, ich schau nach ihm. Aber wenn ich jetzt spekulieren sollte, hätte ich ja vermutet, er hier ist der Grund dafür, dass sie alle tot sind. Die waren doch ziemlich fies drauf. Die hatten doch so, na, psychokinetische Kräfte, ne? Hm. Ist ja komisch. Bisschen fishy, die Story. Okay. Oh, habe ich einen übersehen? Okay, wo muss ich denn jetzt hin?
Also von einem Monolither entführt. Da, ne? Ja. Wie weit ist das? Oh, ich werde hier gerade von irgendwem gesichtet. Federdach, oh, okay, ist wieder ein ganzes Stück. Na, dann mal los. Oh, hier ist Wasser. Man ist irre langsam im Wasser. Darum gönne ich mir den Konditionsverlust durch Springen. Denn oft ist das Wasser auch noch verstrahlt. Und da dann mühsam durchzuwatschen, ist keine gute Idee. Ah. Gönnen wir uns einen? Nur für euch tue ich es, damit wir schneller vorankommen. So. Glück. Ja, sind wir auch schon fast da. Ist doch schön. Ich sehe aber noch nichts. Sind wir ja richtig? Ah doch, da ist ein Haus. Ja, gut. Schauen wir uns da mal um. Oh ja, hier, das haben die doch auch damals aufgestellt, ne? Nur da waren es, glaube ich, nicht nur Masken, sondern wirklich auch Köpfe. Das hier ist nur eine Maske. Sind wohl Säkulare unterwegs inzwischen, die Monolither. Das klingt aber komisch da drin. Oh. Deshalb klingt es so komisch, hier sind Hunde. Ich brauche irgendwo die Möglichkeit, ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Hier, das ist gut. So, wo seid ihr? Da bist du. Ah. Ja, wow, wow. Aber da hinten war was, ne? Da war ein Durchgang. Vielleicht sollte ich da einfach hinrennen. Probieren wir es mal. So. Ja, bitte. Ah, und hier geht's durch. Oh, fuck, die können da tatsächlich rein. Mist. Kommt ihr auch hier durch? Nee, gut. Ah, ich dachte, die kann ich aussperren. Habe ich falsch gedacht. May your light shine down on the souls of the brave soldiers who gave their lives in service to your will. Oh, bist du Mastiff? Give us the power to revenge our fallen brethren. Those who are in eternal union. Warum schwebt er auf einmal? Das ist aber schräg. Hm. I heard you coming. You may approach. Ich darf. Okay, lass uns reden. Are you looking for your friend, Lona? Was ist mit ihm passiert, ja? What did you do to Mastiff? He was wounded. Badly. He didn't stand a chance without my help. I took him here and treated his wounds. Don't worry. Your friend will live. I knew this would happen. Okay, er hat ihn gerettet? Könnte sein. Auf welche Seite wollen wir uns jetzt stellen? Ich glaube, es wäre interessant, sich mit Monolither zu verbünden. Das machen wir jetzt mal. Wir schauen mal, was da draußen los ist. So, kriegt er noch sein Happer? Diesmal glitschiges Dosenessen. Jawohl. So. Gut. Who the hell are you? Come on. Get over here. What are you doing here? There's a monolith in the building. Yeah. He killed Mastiff's man and brought him here, and now he's hiding like a rat. We gotta put the fucker down. You can either get out of here or get in line. We're about to light this place up. Okay, suche ich nach Mastiff? Gehöre ich zu ihm? Ich suche nach Mastiff, ne? Ich mische mich da nicht ein, nö. Ich suche nach Mastiff. I came here to find Mastiff. Saturday asked you to come, huh? Good. He called me too. Told me everything.
He says that Monolith's prick's about to turn my Steve into a zombie. Well, that ain't gonna happen. Saturday liegt falsch. Saturday is wrong. The Monolithian didn't kill anyone. He rescued my Steve. What are you talking about, man? He's probably turning my Steve into a zombie right now. Are you just stalling for time? You must be in cahoots with the Monolithian. Die, scumbag! Ich habe mir gerade neue Feinde gemacht. Super. Warum, Leute? Junge. Okay, jetzt bereue ich es nicht mehr, für die Monolitha Partei zu ergreifen. Die sind doch irre. Wo sind die denn? Sind ja, also, ihr gerät ja alles außer Kontrolle. Noch einer? Okay, das ist aber bös schief gelaufen. Okay, also unterm Strich habe ich jetzt. Yeah. May the Monolith keep you safe, Ninth. We had to leave quickly. You've come such a long way. And I will do it again. I'm going back. Why? Don't be stupid. You can't hide forever. They'll get you sooner or later. Life ain't the same anymore. Either you descend to lies and self-pity, living among strangers as a stalker, or you come and join us as a brother. Tell me, what do I need to do? Put on your old armor. The gifts of the Monolith will guide you through places others cannot go. Trust me, I'll send you the route. May the Monolith light your way. Er war nicht mal ein Monolith. Er hat nur die Rüstung an sich genommen, damit er Zugang zu bestimmten Orten hat. Es ist alles schief gelaufen. Ich habe für ihn Partei gegriffen, er ist trotzdem tot. Ich habe neue Gegner. Und wer kümmert sich jetzt eigentlich um dich? Oh, ist das unbefriedigend. Aber hey, das ist unsere Story. Sie ist jetzt so ausgegangen. Ja gut. Ich glaube, das reicht dann auch für heute. Dann gehen wir nächstes Mal in Richtung Norden, in die nächste Zone. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.